Dann wollen wir mal. Findet den Eingang zur Gruft von Rakis in den überwucherten Ruinen. Jetzt geht's ab zu Adria. Ich habe Urzael und die Seelenernter besiegt und den Menschen von Westmark ihre Stadt zurückgegeben. Morath und ich werden Adria den Blutmarschen suchen. Sie weiß, wie wir Maltael finden können. Sie wird es mir erzählen und dann für ihre Taten büßen. Genau. Wir wollen sie erstmal ausnutzen, bevor wir ihr die Kehle durchschneiden und alles wieder top ist. Spürt ihr das? Adrias Blutmagie liegt schwer in der Luft. Ja, so sieht der Boden auch aus, wenn man mal ehrlich ist. Wir hatten den schwarzen Seelenstein in den Tiefen der Nephalem-Ruinen hier in der Nähe versteckt. Wir dachten, er wäre dort sicher. Sumpflinge. Die halten ja gar nichts aus. Oh, neues Wissen. Ich halte mich für einen Experten auf dem Gebiet der Sumpflinge. Der Sumpfling an sich ist eine kleine, seltsame Kreatur, die sich hauptsächlich mit der Futtersuche und dem Graben beschäftigt. Unter normalen Umständen fürchten sie uns Menschen. Doch wenn sie unter dem Einfluss magischer Objekte stehen, werden sie sehr aggressiv. Besonders Ringe scheinen es ihnen angetan zu haben. Ja, sollen sie doch herkommen. Lecker ist das hier. Ich klatsche sie alle... Oh, da geht's ja auch noch lang. So, wenn es da unten schon mal lang geht, reinräumen, gucken wir da mal eben... Was ist das? Ich laufe da einfach durch, ist mir egal. Hallo! Der Mauersumpfler ist eine großgewachsene wilde Bestie mit äußerst schlechter Laune. Und äußerst schlechtem Geruch. In Begleitung von Sumpflinggruppen legt er sich mit allem und jedem an, das seinen Weg kreuzt. Dabei sterben unvermeidlicherweise einige Sumpflinge. Die Überlebenden werden jedoch mit Überresten der Beute belohnt. Wenn meine Assistenten doch auch nur zu solchen Konditionen arbeiten würden. Sind wir schon da? Ich habe echt gedacht, er geht ein bisschen schneller. Dies ist der Eingang zum Grab. Doch jemand hat ihn zum Einsturz gebracht. Adria. Wir werden einen anderen Weg in die Ruinen finden müssen. War mir fast klar. Hallo! Sumpflinge! Klatsch ich doch alles hoch weg, ey. Ach, scheiße, war nicht mehr schnell genug. Scheiße, da hatten wir mal wieder eine 51er-Serie. Es war nur ein Zugang zur Stadt. Überall in den Blutmarschen kann man Siegelsteine finden, die uns zum Haupteingang führen. Für die meisten sind diese Siegelsteine nutzlos. Doch einem Nephalem wie euch sollten sie den rechten Weg weisen. Okay. Bumm. Auf ist das Ding. Ab in den Blutmarschen. Such dir den Blutmarsch nach dem Siegelstein in Nephalem. Denkt daran, an die notwendigen Informationen zu gelangen, bevor ihr... Ich weiß. Nun, nicht sehr beruhigend. Ein würdiger Gegner. Aber ehrlich. Die Sumpflinge haben ja gar nichts drauf. Guck mal, ein Schlag mit dem Hammer. Zwei Schläge mit dem Schwert. Und das war's. So, die Blutmarschen werden bestimmt lang, habe ich das Gefühl. Aber es ist gut, dass der vierte Akt definitiv schon mal länger ist als... dass der fünfte Akt länger ist als der vierte. Das ist schon mal gut. Das Einzige, was ich bis jetzt an Diablo auszusetzen habe hier an dem Game, ist, dass der vierte Akt so scheiße kurz war. Das ist das eklig hier. Da kann ich einfach mit einem Hammer durchmarschieren. Vor allem, das geil ist, dass ich jetzt immer Wut bekomme und nichts mehr abgezogen bekomme. Apropos.
Apropos, Leute, Moment. Ihr nervt mich jetzt nicht hier. So. Wir sind ja vorhin eine Stufe aufgestiegen. Dann machen wir, wechseln mal die Ringe. Plus 4,4, plus 12,7, minus 0,4. Ich würde mal sagen, wir tauschen mal den Ring hier aus. Den legendären. So, jetzt muss ich erstmal hier die Fertigkeiten gucken. So, Seim ist zu schmettern. Permafrost. Erzeugt eine Frostschicht, die Gegner an Schaden zufügt und sie unterkühlt. Ne. Ich bleib hier beim Donnerschlag. Und beim Kampfrausch haben wir den Drohruf Angst und Schrecken. Von Drohruf betroffene Gegner ergreift vor Furcht, erfüllt die Flucht. Ja. So. Dann sollen sie mal abhauen, die feigen Säcke. So. Also wenn es nur die Viecher gibt, dann ist ja einfach so was gibt hier. So, den Blutmarschen haben wir gleich schon durch. Oh, hi. Der Geist von Malta, er kam mal wieder kurz vorbei. Oh, die hacke ich so den Kopf ab. Oi. Boah, die können hüpfen, habt ihr das gesehen? Ist ja süß. So, sind wir ja genau auf 15 gekommen. Nein, wir kommen sogar auf 16. Die Schlingen der Fallensumpfler sind überraschend effektiv. Obgleich es sich mir entzieht, wie sie deren Herstellung erlernt haben. Der Großteil des Gehirns der Sumpfler scheint sich auf Töten und Fressen zu konzentrieren. Ihre Anstrengungen in diesen Bereichen sind jedoch bewundernswert. Rennt der mir immer noch hinterher. Sollte ich eine dieser Schlingen vor meinem Zelt aufstellen, bevor ich schlafen gehe. Du hast gesehen, dreimal den Hammer geschwungen und zack sind die alle tot. Der einzige, der viel aushält, ist er hier. Der Hauersumpfler. Zack, aber auch er stirbt. So, ein Schild, brauchst du das? Also ich nicht. Gut. So. Mann. Tschüss. Ich weiß, was Adria Lea angetan hat. Genau wie ihr will ich, dass sie dafür zahlt. Doch wir müssen zuerst in Erfahrung bringen, was sie weiß. Adrias Aufzeichnungen Teil 1. Das erste Mal, als ich eine Hexe sah, war auf einem brennenden Scheiterhaufen. Mein Vater brachte mich zum Dorfplatz, damit ich es mit ansehen konnte. Schau genau her, sagte er. Das ist das Antlitz des Bösen. Aber sie sah aus wie jede andere Frau und brannte ganz gewöhnlich. Als die Flammen sie verschlangen, fanden ihre Augen die meinen. Und ihr entfuhr ein Lachen. Und dann hören wir direkt Teil 2. Mein Vater hat es nie verstanden. Er wurde in eine reiche und privilegierte Familie hineingeboren und suchte Zeit seines Lebens seinen Stand zu bewahren. Ich war sein Fleisch und Blut, aber ihm waren die Namen in seinen Büchern und die Gesichter in seinen Gemälden in der Wand wichtiger als seine lebendige Tochter. So, hier ist doch direkt Teil 3. Wisst ihr, was Angst ist? Die Angst vor dem, was man selbst ist? Und die Angst vor dem, was das eigene Fleisch und Blut ich brauche tun Mut. Würde, wenn sie es wüssten? Nein, ihr könnt es nicht verstehen. Die Menschen sehen euch als einen Retter an. Habt ihr jemals über diejenigen nachgedacht, die ihr uns mehr Buch? Sie waren Väter. So, direkt schrie er, hat Adria gehört und direkt kam, ich brauch mehr Buch. Bitteschön. Oh, wie er sich schützend davor stellt. Ist ja süß. So, die Blutmarschen haben wir schon durch. Einer der Siegelsteine. Doch wenn ich mich nähere, passiert nichts. Lasst es mich versuchen. Ja, warte, erstmal hören wir uns Teil 4 an. Sie fragten mich, was ich sehe, wenn ich ins Feuer blicke. Ich sehe einen brennenden Mann. Ich sehe eine brennende Hexe. Ich sehe einen Schrecken. Und einen Hunger, der alles verschlingen wird. Was können die Menschen gegen einen solch unstillbaren Hunger auszurichten hoffen? So gab ich mich den Flammen hin. Schön. Benutzt die Siegelsteine, um den Eingang zu ihm von Corvus zu finden. Jeder von ihnen ist durch ein Siegel markiert.
Nur eines weist auf den richtigen Eingang zur Gruft hin. Wenn wir diese Steine aktivieren, verschwindet eins der falschen Siegel. Okay, jetzt. Jetzt wird's hart. Bisher hatte ich ja meinen Assistenten für die lauteste Kreatur der Welt gehalten, aber das war, bevor ich den kreischenden Schrecken entdeckte. Diese fledermausartige Monstrosität erzeugt den ohrenbetäubendsten Lärm, den man sich nur vorstellen kann. Wodurch sie das Wunder vollbrachte, meinen Assistenten noch lauter schreien zu lassen. Ich glaube, meine Kopfschmerzen werden mich noch wochenlang begleiten. Nicht genug Wut. So. Mann. Ich will jetzt hier durch, man. Danke. Was ist das denn? Eine Madenbrut? Brot hat sich als richtiges Abenteuer herausgestellt. Zum ersten Mal sah ich einen ihrer Kadaver abseits einer Straße nach Westmark. Dort herrschte ein solcher Gestank, dass sich mein neuer Assistent direkt zweimal auf meinen Lieblingskreise umhandelte. Ich war auch ein Boot. Trotzdem war ich äußerst betroffen. Halleluja, was hier abgeht. Alter. Boah, was war das denn? Mehr Wut. Ja, bekommst du doch. Ja, Stufe 58 kommt so langsam. So, um den Eingang zu den Ruinen von Corvus zu finden. Ja, genau. Wir müssen ja immer noch in die Ruinen rein. So. Weil da hängt Adria drin. So, das heißt doch jetzt wohl Stufenaufstieg, wa? Ne, noch nicht ganz. Aber das kriegen wir noch hin. Das kriegen wir... Oh, hi. Tschüss. Tschüss. Das hat gesessen. So. Jetzt muss ich erstmal gucken hier. Wir haben so viel Neues bekommen. Nein, das brauche ich nicht. Das brauche ich auch nicht. Gut. Brauchen wir alles doch nicht. Gut, da können wir weitermachen. Das Leben ist wie dieser Sumpf. Voller Dreck und Schlamm und immer bestrebt, uns zu Fall zu bringen. Wir müssen stark genug sein, darüber hinauszuwachsen. Oder unsere Existenz ist nichtig. Aua! Sieht zwar kein Leben, aber verursacht trotzdem harte, fette Kopfschmerzen. Mein kleines Scharmützel, gib mir einen echten Kampf! Aber echt. Diese Sumpflinge sind echt lächerlich. Stufe 58. Noch zwei Stufen.
Dies könnte der richtige Weg sein, aber sicher bin ich mir nicht. Toll! Wenn ich Pech hab, wenn ich... konnte man das Siegel irgendwo sehen? Ich glaube, ich muss nochmal zurück. Dann. Nur um zu schauen, dass ich auch richtig bin. Weil ich will ja alle Höhlen machen. Ich will Stufe 60 in diesem LP noch erreichen. Und da ist mir jedes Mittel recht. Ach du Scheiße. Das geht noch nicht. Ich bin gleich sowas. Das ist ein würdiger Gegner. Scheiße! Oh, der erste ist weg. Der zweite ist weg. Bittersturm. Der eine ist cool. Und er macht Wurmlöcher. Ja, jetzt bin ich auf einmal auf der anderen Seite, du Vogel. Wermut und Flatzwurzel. Ich habe auch so ein bisschen Flatulenzen, wenn ich die sehe. Leckeres Gerippe. So, brauche ich nicht. Brauche ich auch nicht. So. Eine verfluchte Tour. Ich hasse es, stehen zu bleiben hier. Massaker gilt noch. Ach Mann! So, was hat man wieder Erfahrung gegeben? So, was ist denn in dieser leuchtenden Truhe drin? Oh, wollen wir mal reingucken. Neue Stiefel? Minus 0,2% Schaden, oder für den Rest höher. Also müssen wir das machen. So, dann haben wir das auch durch. Ups. War da noch eine Falle? Zeiger. Nicht genug Wut. Oh, der erste hat sich schon mal verabschiedet. Meine Fresse.